yeah. 3, 2, 1, West Chef, say me kaboom. Wesley, 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 erzähl mir warum. Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ich euch versprochen habe, sind wir heute wieder in Frankfurt, nachdem ich letzte Woche in Frankfurt war, weil wir heute herausfinden werden, ob mein Bruder Parkski ein Junge oder ein Mädchen bekommt. Ich sag euch ehrlich, I'm praying for a boy, weil wir brauchen mehr Männer auf dieser Welt. Wir werden jetzt ein Geschenk zusammenstellen noch hier und das mache ich jetzt mit meinen Leuten. Und ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, schreibt mal genau jetzt, bevor ihr das Video zu Ende guckt, was ihr denkt, was es wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ja, und nächste Woche gibt es ein neues Video, denn ich bin nächste Woche mit Yussi hat Geburtstag, ich bin mit Leroy, Yussi, allein. Das seht ihr aber später, deswegen let's go. Ich bin jetzt was essen, auch schnelle. Ich bin euch ehrlich, ich bin low-key gestresst, obwohl ich nicht gestresst sein muss. Weil es ist ein halbwegs African, aber auch andererseits nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ob es ein African Timing wird heute. Aber ich will nicht unpünktlich sein, wisst ihr, ich meine, weil eigentlich steht auf der Einladung 14 Uhr, 14.30 Uhr. Und ich würde schon gerne pünktlich sein, wisst ihr. Aber ich esse jetzt und dann reden wir später. Back to back, sagst du? Back to back. Was denkst du, was heute wird? Junge oder Mädchen? Karl-Heinz im Boy, du. Verstehst du? Aber ich glaube, Backe kriegt nicht. Nein, ich sag ja, er kriegt den Junge. Wenn er Mädchen bekommt? Ey, vorbei. Ey, wenn er Mädchen bekommt, zwei. Parker, falls du das jemals sehen solltest, es ist nicht meine Schuld, dass ich zu spät bin. Ich muss mich auf andere Leute verlassen. Ronny und all die anderen Leute, mit denen ich bin, bedanke ich bei denen. Es ist nicht meine Schuld. Ich bin hier alleine. Wie du siehst, ich bin hier alleine. Also ich habe es doch noch rechtzeitig geschafft, hier zu sein. African Timings, African Timing. It's gonna be how it is. Jedenfalls todesnice, alle Jungs sind hier. Es ist heftig lustig, die Vibes sind nice. Ich bin jetzt gleich gespannt, wenn die Verkündung sein wird. Ihr werdet das genauso sehen wie ich. Also ja, bis gleich. Also Duru, Wagwan, was denkst du, was wird's heute? Boah, ich hab noch nie so sehr Inshallah aus meinem Herzen gesagt. Inshallah, ein Mädchen, Inshallah. Nate, was denkst du? Team Boy, ich bete für meinen Bruder Parker. Es muss ein Junge werden. Eddie, was ist deine Preferenz? Mädchen. Ciao. Hey, Cabo, was sagst du? Was denn? Was wird's? Ich zeig dir nicht, ich hab genau nur deinen Kopf. Ey, Team Girl, definitely, bro. Es ist gonna be a. Du willst nur für deinen Sohn, gell? Bro, he gotta be married, bro, soon. Wie kriegt man Jungs? Gilbert, was ist deine Einschätzung? Team Boy, weil ich glaub dran. Ja. Und du? Parker steht Mädchen, deswegen. Vielleicht ist es soweit. Wie fühlst du dich? Ich bin ja. Ja. Was sagt dir dein Gefühl? Junge! Team Boy! Okay. Ich weiß nicht, also seit Tag 1 habe ich gedacht, es wird wahrscheinlich ein Junge. Dann habe ich irgendwann zwischenzeitlich Mädchen gedacht und dann habe ich einen Tag vor der Party geträumt, dass ich das Konfetti gesehen habe. Und dann dachte ich mir, okay, ich bleibe jetzt bei Team Boy. Das soll es so sein. Ey, aber ich finde beides toll, es liegt mir sehr viel gar beautiful, and that's for sure. You'll never ever fade. Three, two, one,
Und? Oh, Gold. Ey, Packer! Packer! Komm mal her! Ich brauche euch beide direkt. Und Packer, deine ersten Worte. Hallo Baby Girl, wir freuen uns, dass du auf die Welt kommst. Wir lieben dich. Wir machen ganzen Jungs-Stuff, den ich trotzdem geplant habe. Wir werden trotzdem Fußball spielen und Karate machen und was auch immer. I still love you. Willst du noch was sagen? Ey, ich bin so. Hallo Baby Girl, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du ein Baby Girl bist. Und ich freue mich auf unsere Starbucks-Dates und auf unsere Nägel-Dates. Hey, Packer, deine ersten Worte. Hey, mal Zeit für dich. Wow. Hey, pass auf, don't know what to do with it. Hey, I told you. Guten Morgen, Freunde, was geht? Es ist Sonntagmorgen und ich muss euch sagen, Frankfurt ist nicht der Ort, um feiern zu gehen. Es ist das zweite Wochenende in Folge, wo ich in Frankfurt versucht habe, feiern zu gehen, und es war heller Ass. Also wenn ich euch sage Ass, dann meine ich wirklich Dudu. Ich werde euch gleich, nachdem ich euch erzählt habe, was ich erzähle, meine Snap-Story einblenden, damit ihr seht, was ich genau meine, weil ich sag euch ehrlich, das war crazy. By the way, follow the boy on Snap, weil da bin ich aktiv. And we're trying to get this money on Snap too, no cap. Anyways, ich sag euch, wir waren gestern im Gibson, okay? Und ich habe schon erfahren von vornherein, dass da Hausmusik sein wird. Und ey, I ain't gonna lie, I don't fuck with that bullshit. Es gibt viele Sachen, mit denen ich Spaß mache. Musik ist keins davon, okay? Jedenfalls, wir gehen ins Gibson rein. Ich frage an der Tür, wo wir reinkommen, weil wir hatten einen Tisch dort. Welche Musik läuft hier eigentlich heute so zufällig? Die sagt House. Ich dachte mir, oh, fuck no. Und ich hatte was anderes geklärt, weil eine Veranstaltung aus Düsseldorf war in Frankfurt. Und ich dachte mir, komm, weißt du was? Ey, let me take that with me. Ich sag euch, Chat, wir sind im Gibson, wir chillen, bla bla bla, hin und her. Hella ass, ich war 5 Minuten da drin, ich konnte nicht mehr, weil die Musik einfach shit war. Okay? Ein Kollege und ich sagen, egal, ich zeig euch einfach gleich. Ein Kollege und ich sagen, ey, wir gehen raus, wir gehen woanders hin. Der Shit hatte um 2 Uhr zu. 2 Uhr! Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Club, außer in UK, dass ein Club um 2 Uhr zu macht? Wir fragen ja, warum habt ihr zu? Der sagt, ja, keiner ist gekommen. Ja, nein! What? Also du hast eine Party angekündigt, hast einen Flyer gemacht, hast ein Werbevideo gemacht und am Ende kommt niemand, dass ihr um 2 Uhr zu macht? God damn. Jedenfalls, so war mein Abend gestern. Guckt euch einfach an. Was ist dein Feedback zum Erlebnis im Gipsen gerade? Krass einfach, ja. Das war der größte Rotz, in dem ich jemals war. Egal. Wir beide machen jetzt unser eigenes Ding. Wir haben keinen Bock auf Gipsen. Wir checken jetzt was anderes an. Was sagst du zur Location? Lass einfach. Einfach lassen. Also, zum Kontext. Wir wollten gerade Juice Club gehen, weil da sollte irgendwas sein. Wir gehen dahin, wir haben jetzt gerade 2 Uhr. Die sagen, ja Jungs, wir haben zu. Ich sag mir, hä? Wird er uns jetzt hier wegdribbeln? Er sagt, ja, wir haben zu. Ich sehe, ein DJ kommt raus. Er sagt, ja, keiner ist gekommen, deswegen haben wir zu. Das ist crazy. So, Update.
Wir stehen jetzt vor La Louvre und fragen uns, ob wir hier reingehen oder ob wir in Zugab gehen sollen. Ich sag euch ehrlich, Frankfurt ist so ass in Nightlife, das kannst du keinem erzählen. Was sagst du dazu? Lass einfach, mein Gott. Also, Update, wir haben uns entschieden, wir laufen jetzt Richtung Hookup. Ey, ich sag euch ehrlich, dieser Abend, ich werde mir morgen meine Story angucken und mich behindert lachen, weil diese Schnitzeljagd nach Club ist insane. Ey, das kannst du keinem erzählen, wirklich. Boah, ehrlich nicht, ey. Ey, du kannst keinem erzählen, du gehst in einen Club, Leute machen einen Flyer, allem drumherum und niemand kommt. Du postest das, sogar. Ja. Du postest sogar, keiner kommt. Und der schreibt mir mit Herz, ja, Bro, komm, ich mach den Tisch klar. Ja, jetzt weißt du, warum. Jetzt weiß ich auch, warum er so schnell direkt klar gemacht hat. God damn. Weiteres Update. Wir waren gerade im Hookup oder davor. Die wollten nur Reservierung haben. Und wir haben nichts reserviert. Es gibt gar keinen Kraft, um zu kämpfen. Deswegen, jetzt war spontan. Der nächste Versuch wird jetzt Louvre sein. Oder La Louvre. Ey, diese Meter, die wir machen, sind insane. Ladeänderung. Hey, kein Haus. Doch wieder in Gibson. Aber das ist da. Ich glaube, da ist der einzige. Wenn wir mal da reinkommen. Also Leute, das ist das Ende vom Vlog. Ich bin jetzt hier am Bahnhof. Ich habe gerade gegessen. Ich bin so satt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also wirklich überfressen eigentlich schon. Frankfurt war cool. Feiern in Frankfurt tot. Essen ein. Hey, Glückwunsch an Mila und Parker für eure Tochter. Ganz viel Gesundheit. More life, more blessings. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Damn shit like we been lit. Face down, ass up, bitches. Backdrop smoking on the bottom of the screen.